Seit Jahren arbeite ich mit einem festen Team zusammen. Mit denen habe ich schon zahllose Abenteuer erlebt und bin bis ans Ende der Welt gereist. Aber eben immer nur für die Arbeit. Privat weiß ich nichts über sie. Da werden sie wortkarg oder verstellen sich. Ist ja auch verständlich, ich bin der Vorgesetzte und wer ist schon 100% offen mit seinem Chef? Ich will aber nicht nur ihr Chef sein, ich will ihr Freund sein. Und dafür muss ich sie besser kennenlernen. Deswegen rufe ich heute die an, die es am besten wissen müssen. Die Eltern. Die kennen ihre Kinder schließlich am längsten und sagen immer die Wahrheit. Robert, kommst du mal rein, bitte? Setz dich doch gerne. Na, hallo Robert. Hallo, Klaas. Guten Tag, wie geht's? Eben ging's mir auch ganz gut. So. Ist das... Willst du Käsekuchen? Oh, Mann, ich wusste es. Ist das das mit... Das ist erstmal das mit dem Kuchen. Das ist erstmal das mit dem Kuchen. Erstmal gute Stimmung ist. Ja. Ne? Mhm. Robert, willst du mal selber erzählen, als was du hier eigentlich arbeitest? Also ich bin hier bei Jokos Quizshow, Wer schickt mir die Show? Und da bin ich da, also ich denke mir so die Spiele aus. Und die Fragen und so, dass das alles auch, man das quizzen kann und das witzig ist. Mhm. Ja, das ist so mein Beruf. Wie kommt man dazu? Was muss man da gelernt haben vorher? Also ich wollte mal Jazz-Schlagzeuger werden. Und dann bin ich falsch abgebogen irgendwo. Das heißt, deine Eltern haben sich erstmal mit dem Gedanken abgefunden, dass du Jazz-Schlagzeuger wirst und waren ja fast froh, dass du da doch noch was Richtiges gefunden hast. Als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich jetzt mein Lehramtsstudium abbreche und Jazz studieren will, hat sie tatsächlich direkt gekotzt im Restaurant, ist kein Scherz. Wirklich? Ja. Da ist sie krank geworden, auf der Stelle. Ist ja ein Ding. Ja, naja. Wie heißt sie denn? Beate heißt meine Mutter. Hallo? Hallo, Frau Weidkamp. Ja? Hier ist Klaas Häufer Umlauf. Ja, sehr schön. Ja, so ist es. Ne? Ja, toll. Ja, ich bin ja jetzt praktisch zuständig für den Robert hier. Ne? Den haben Sie ja, jahrelang bei sich gehabt und nun ist er hier. Das kann man wohl sagen. Also, wissen Sie denn, was Ihr Sohn bei uns macht? Also, ich weiß, was der bei Joko macht. Und das habe ich mir dann angeguckt, wenn er da irgendwie einen Auftritt hatte. Kamerascheu ist er ja nicht, ne? Nö. Ja. Ich glaube auch nicht. War ihm sein Aussehen denn immer wichtig? Ja, total. Das Aussehen war ausgesprochen wichtig. Ja. Als er ganz klein war, wollte er dann schon so seine Haare gefärbt haben. Sein großes Vorbild war Campino. Nein. Und er hatte natürlich so blondierte Haare und Robert wollte, weiß ich nicht, was der für eine Farbe haben wollte. Ja. Ich glaube, rot, er durfte dann nur eine rote Strähne, weil ich das unmöglich fand, mit ist ja auch unmöglich. Dann schon wie so ein Jugendlicher sich dazu geben. Wir hatten auch so eine Art Punkband, Robert mit seinem Bruder. Ja. Natürlich auch sehr politisch, gegen den Kapitalismus wurde da gesungen. Ja. Und das ist ja auch alles richtig und gut. Ist alles richtig, ja. Am Ende landet man bei ProSieben, aber bis dahin war man also Kapitalismuskritiker, ja. Genau, ja, das ist ja auch vielleicht, weiß ich nicht, wie er damit umgeht. Gut. Auf jeden Fall ist er da schon sehr früh aufgetreten. Hat die Band eigentlich einen Namen? Ja, die hießen Jägermeister. Sie verstanden sich als ziemlich punkig, glaube ich. Mhm. Hat er eine Ratte auf der Schulter und eine Sicherheitsnadel im Ohr? Nein, 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 nein. Er hatte mal so einen Hut. Ja? Nein. So einen Männerhut. Da war er, glaube ich, 13. Das fand er dann irgendwie schick, aber da wurde er dann auch mal geärgert und dann wurde er ihm weggenommen und dann war das mit dem Hut, war dann vorbei. Wenn er Geburtstag hat, dann vielleicht kriegt er mal einen Hut von mir dann oder so. Das ja, weil hier kann er den aufsetzen, wie er mag. Hier kann jeder einen Hut aufsetzen, den kriegt er auch nicht weggenommen. Dann gibt es ja auch die Geschichte da mit Tokio Hotel. Was war da, ja? Ich weiß auch nicht, eigentlich weiß ich gar nicht, warum sie die so schlimm fanden, aber man fand sie ganz doof. Und dann trat Tokio Hotel in Münster auf und dann haben die sich getroffen mit anderen Punks, die jetzt anderen mit Punks. Musik nicht so viel zu tun hatten und sind dann da gemeinsam zu Halle Münsterland gezogen, wo Tokio Hotel auftreten wollten und wollten das verhindern. Super. Weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob sie sich da vor die Tür gestellt haben oder... Ich meine, andere, die haben sich da, weiß ich nicht, an den Castor-Transport gekettet und er war bei Tokio Hotel. Ja, genau. Also es ist ja auch irgendwie eine Ironie der Lebensgeschichte, dass er dann viele Jahre später für Bill von Tokio Hotel als Redakteur gearbeitet hat. Sozusagen, ja, das, ne? Ja, das fand ich auch. Der wusste das bestimmt nicht, ne? Ich würde jetzt mal rausfinden, ob er da sein wahres Gesicht gezeigt hat oder ob er da praktisch so der liebe, nette Redakteur war, der da immer ich so gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat, ne? Ich habe ihn mal
mal gefragt. Ich sagte, das wäre doch jetzt die Gelegenheit. Da kann man sich doch mal drüber unterhalten. Ja. Ich glaube, das hat nicht stattgefunden. Leider nein. Okay. Beate, ich bin ganz zufrieden. Vielen Dank. Gut, ja. Alles klar. Also, ich melde mich. Bis dann, wir bleiben in Kontakt. Tschüss, Beate. Ja, tschüss. 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 So. Ey, was soll ich denn noch sagen? Die findet dich aber ziemlich gut. Ja, ist ja meine Mama. Und wenn ich mal irgendwo bin und ich sehe mal einen schicken Hut für dich, dann kaufe ich dir den. Und den kannst du aufsehen. Ich werde allen sagen, dass niemand dich ärgern soll wegen dem Hut und dass dir auch keiner den wegnehmen soll, weil es ist nämlich nur dein Hut. So. Danke, Papa. So, dann sei ein liebes Kind und geh arbeiten. Tschüss. Tschüss.